300 Jahren. Europa geschickt. Ist dieser Bericht hier von Ziegenbalg? Das ist von Ziegenbalg, die tamilische Schrift eines... Da sich die Theologen für den ganzen Menschen interessierten, schilderten sie auch, welche medizinische Kunst sie im fremden Land antrafen. Das haben wir leider nicht, ja, das ist verschollen. Was ist denn das für ein interessantes Dokument? Das ist die Beschreibung der Therapie eines Schlangenbisses. Sie hatten ja auch einen tamilischen Heiler in ihren Schulen angestellt. Und da sehen Sie, zum Zeichen, dass es aus der tamilischen Medizin ist, überall die tamilischen Begriffe integriert. Ja. Nellapampu. Sehen Sie, Sie können das. Die Missionare haben die Sprache der Tamilen Südindiens gelernt, ihr Leben studiert und immer wieder die Arbeit ihrer Ärzte beschrieben. Aus erster Hand. Haben wir in den Berichten einen Schlüssel zum verschollenen Pflanzenwissen? Josef Neumann meint, dass es wie so oft ein wenig komplizierter ist. Bei der Therapie haben wir immer zwei Faktoren zu berücksichtigen. Einerseits die medikamentöse Grundlage, die Verwendung der Heilpflanzen. Daran sind die Europäer aufgrund ihres technischen Medizinverständnisses sehr interessiert. Aber andererseits besteht eben immer auch die magische Komponente, die mit der gesamten Kultur und ihrer Weltanschauung in Verbindung steht. Die magische Komponente. Aus den Palmblattschriften der Inder ist sie wohl kaum herauszulesen. Und auch nicht aus den exotischen Mitbringseln der hallischen Missionare. Die Suche geht weiter. Raul Peter Das analysiert eine seltene anatomische Darstellung. Dabei stimmt so gut wie nichts. Für ihn keine Überraschung, denn erst in späterer Zeit versuchten die Inder unter dem Einfluss der Engländer ihr altes, ganzheitlich angelegtes Medizinsystem westlichen anatomischen Normen anzupassen. Eine Sackgasse. Neben der Fahndung in den papierenden Zeugnissen geht auch die Suche in der Natur weiter. Vaidya Bhardwaj hat inzwischen auf seiner Jagd nach Heilpflanzen für den neuen Kräutergarten des Maharajas Glück. Ihm gelingt ein seltener Fund. Die Pflanze mit der Blüte eines Edelweiß hilft gegen Tollwut. So stand es in dem alten Sanskrit-Text aus dem Palastarchiv. Die Väter des Ayurveda hatten noch einen unverstellten Zugang zu den Geheimnissen der Natur. Doch die indischen Mediziner wollen mit ihrer alten Kunst auch Neuland betreten. Ayurveda in der Chirurgie. Ein OP-Faden wird mit einem Extrakt aus dem Harz des indischen Weihrauchs getränkt. Das Wundermittel soll das Skalpell ersetzen. Ein Pulvergemisch aus getrockneter Gelbwurz und dem Saft des Wolfsmilchgewächses komplettieren die ayurvedische Innovation. Der chirurgische Faden soll in den OPs Indiens eine Revolution auslösen, wenn es nach seinem Erfinder geht. Dr. Saho hat sich die Sache mit dem Faden ausgedacht. Anhand von Röntgenbildern erklärt er Hermann Ammon das Prinzip. Der Weihrauchfaden wirkt eiweißlösend, gefäßbildend, antibakteriell und wundheilend. Damit behandelt er Patienten mit Analfisteln, einer entzündlichen, schmerzhaften Gangverbindung zwischen Enddarm und Gesäß, die sich durch die Po-Muskulatur frisst. Im Westen werden Analfisteln operativ entfernt. Da in Indien diese unschöne Krankheit weit verbreitet ist, sieht Dr. Saho gute Chancen für die natürliche Methode mit dem Faden. Dieser wird durch den Fistelgang gezogen, wo die Wirkstoffkombination dann in Zentimeterschritten zur Abheilung führt. Über 1000 Patienten hat der Ayurveda-Chirurg auf diese Weise in kurzer Zeit von ihrem Leid befreit. Ohne Betäubung. Die wäre zu teuer.
Ganges, heiliger Fluss, Lebensader Indiens. Das Bad in seinen Fluten, ein Ritual, das sich seit Jahrhunderten jeden Morgen wiederholt. Das Lager einer ayurvedischen Medizinfabrik. Lokale Kräutersammler versorgen sie regelmäßig mit Nachschub. Viel Handarbeit, alte überlieferte Rezepte, Heilpflanzen aus der Umgebung. Ein einfaches Konzept, doch es funktioniert. Teile des alten Wissens haben sich bis ins 21. Jahrhundert retten können. Doch das ist viel zu wenig, um ein Milliardenvolk umfassend medizinisch zu versorgen. Zudem braucht Indien zigtausend solcher Medizinmanufakturen, braucht noch hunderte neue, wieder zu entdeckende Medikamente. Im Universitätsgarten von Dr. Dubey bekommt Amon die grüne Apotheke des Ayurveda in Natura zu sehen. Dort werden die heute noch bekannten, zum Teil äußerst seltenen Arten gehegt und gepflegt, wie ein Vermächtnis gehütet. Die Natur ist die größte chemische Fabrik, die wir haben, mit dem größten Reichtum an chemischen Substanzen. Und wenn ich das so sehe, und ich nehme mir die Naturprodukte heraus, die Natur synthetisiert hat und bei denen sich auch eine pharmakologische Wirkung letztlich nachweisen lässt mit den klassischen naturwissenschaftlichen Methoden, dann könnte ich mir vorstellen, dass in der Natur noch einiges steckt. Es müsste halt gefunden und untersucht werden. Gefunden wurde eine Substanz dieser Pflanze. Schlangenwurz enthält Reserpin. In Indien seit Jahrhunderten zur Behandlung von Wahnsinnigen angewandt, entdeckten westliche Pharmazeuten das Reserpin erst vor 50 Jahren zur Therapie der Schizophrenie mit überragendem Erfolg. Noch spektakulärer aber seine Nebenwirkung. Erstmals hatten sie ein effektives Mittel gegen Bluthochdruck in Händen. Ayurveda eine Wundermedizin? Hoffnung für Millionen chronisch Kranke auf der ganzen Welt? Die Inder sehen die Sache pragmatisch. Sie müssen das Optimale aus den Pflanzen herausholen, die bei ihnen wachsen. Beispiel Chili. Es hilft bei Verdauungsstörungen und Entzündungen im Magen-Darm-Trakt. Naturwissen, das die Jahrhunderte überdauerte. Doch nicht alle Heilpflanzen lassen sich so einfach auf Feldern und Plantagen anbauen und ernten wie dieses Baumrindenharz Gugulu. Hermann Amon trifft den indischen Pharmakologen Dr. G.B. Singh, ein Spezialist in Sachen Weihrauchbaum. Diese indische Art, Boswellia serrata, wächst in einem kargen Bergland, meist einzelstehend und schwer zu finden. Ein Einheimischer wird auf die Suche geschickt. Singh hat sensationelle Ergebnisse aus seinen Labors in Jammu mitgebracht. Er berichtet von Tierversuchen, wobei Extrakte des Boswellia serrata-Harzes sehr erfolgreich Arthritis bei Ratten bekämpft haben. Wo steht der Wunderbaum? Immer höher hinauf führt die Suche. Amon interessiert besonders die Wirkungsweise des Weihrauchharzes. Wie gelingt es, die Entzündung zu hemmen? Welche Substanzen sind dafür verantwortlich?